Mahlzeit und herzlich willkommen am Pass des Minentals. Die Musik, die hier läuft, ist einer meiner liebsten Musikstücke in ganz Gothic 2, weil er einfach Abenteuerlust und die Ungewissheit dessen, was vor einem liegen wird, vereint. Ich habe mega Bock zurückzukehren in das Tal, in dem alles begann, und ich habe auch mega Bock, dieses Tal mit den geilen Grafikmods, die hier mein Spiel zieren, zu bestaunen. Ziehe ich mal rein, wie geil es allein hier aussieht. So kann man dichte Vegetation reinbringen, ohne den verdörrten Charakter des Tales zu zerstören, indem man einfach vertrocknetes Gras überall hinpflanzt. So. Kein Problem. Ja, so krass sind die Gegner, die erlauern sollen, ja bisher nicht, muss ich schon mal sagen. Geschick, wie viel Geschick für mich? Ja, bald wird mir auch der Akrobatik-Bonus zuteil werden. So, wollen mal sehen, was für Viecher sich hier noch so niedergelassen haben. Traut euch, Gesocks. Ah, weitere junge Wölfe. Dass ich nicht lache. Au. So, und dort hinten, oh weia, die ersten Orks. Gut, das, der kratzt hier am Arsch. Dann will ich mir erstmal nicht weiter wagen. Das heißt, jetzt gilt es, eine alternative Route zu finden. Da ich natürlich ein Abenteurer bin, der schon so manches Mal in der Wildnis alternative Routen einschlagen musste, wird mir das auch hier im Spiel nicht allzu schwer fallen. Und ich werde mich überhaupt nicht, kein bisschen davon abhalten lassen, einfach mal in keckster Art und Weise. An dem Eingang vorbeizulaschen, den ich eigentlich mit den Worten eine scharfe Rechtskurve einzuschlagen erwähnen wollte. Was ich aber nicht getan habe, weil ich ja eben, wie gesagt, dran vorbeigelaufen bin. So ein Shit. Gut, hier geht's rein und hier gehe ich auch rein. Oh, hey! Junge, du hast mich aber ganz schön erschreckt, Mann. So nicht. Und bam, 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 bam. La 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 la. La 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 la. Ist ja eine Sache, die wunderschön ist in Finnland, in Norwegen auch, aber in Finnland noch mehr, weil das Land größer ist. Dort leben nur 5,5 Millionen Menschen und die Fläche ist fast so groß wie Deutschland. Das heißt, komplette Einsamkeit und wunderschöne Natur, unberührte Natur sogar, vor allem oben in Lappland, wo ich auch war. Ja. Wenn man durch ganz Finnland, ganz Norwegen fährt, kommt man natürlich zwangsläufig auch durch Lappland, wo nur 2 Menschen pro Quadratkilometer leben. Und da ist echt volle Einsamkeit. Da gibt es auch Wölfe, Bären, Elche und den ganzen Schritt. Wobei Elche gibt es auch viel weiter im Süden. Wölfe und Bären teilweise auch. Haben leider keinen gesehen. Aber Wölfe heulen gehört. Das ist auch schon geil. Zack. Natürlich gepennt immer draußen im Zelt oder in der Hängematte. Nie in irgendeine Hostel oder irgend sowas. Bam, bam. Hey, Junge, wo? Und jetzt natürlich, nächste Mission wäre dann mal sowas alleine machen, ne? Zum Aufwärmen war es mit Freunden. Nächste Mission ist, das mal alleine zu machen. Und euch dann auch wieder als Video mitzunehmen. Weil alleine ist halt schon nochmal abenteuerlicher. Und dann, wie gesagt, kann ich auch geilere Videos machen, weil ich dann nicht drin gezwungen bin, schon jeden Tag weiterzuziehen, weil innerhalb von 2,5 Wochen durch ganz Norwegen und ganz Finnland fahren und bei den gewundenen Straßen, die die da teilweise haben, vor allem in Norwegen, durch die ganzen Fjorde, das ist schon eine Kunst. Na, na. Okay, so, lecker. Lecker goldener Ring. Diese Typen hier wurden scheinbar brutal niedergeknüppelt von diesen aggressiven Goblins. Klein, aber aggressiv. Ja. So lassen sich diese Kameraden am besten mit Worten umschreiben. Links, rechts, rechts, links. Aha. Und da öffnet sich knarzend die Truhe, deren Inhalt mir umgehend zuteil wird. Was ja Liebe ist, an solchen Baumstämmen hochzuklettern. Guck mal, sehen aus wie angespitzte Bleistifte hier. Ist jemand mit einem Riesenspitzer zu Werke geschritten. Nicht zu plündern. Die Goblins haben die angespitzt, um ihre Opfer dran aufzuspießen. Haben nur nicht bedacht, dass die Teile so niedrig hängen, dass sie gar nicht rankommen. Dicke Baumpilze gibt's hier. Ja. Ich werde mal auch demnächst Fachliteratur über Survival und den ganzen Shit rauslassen, sodass ich wirklich jetzt mal das Ganze auf einer ernsteren Ebene
betreiben kann, wirklich mal so richtig ernsthaft in Skandinavien ein, zwei Wochen mal alleine in die Wildnis, Stück für Stück, häppchenweise natürlich, ja. Und auch nicht im tiefen Winter, aber jetzt zu dritt haben wir das geschafft. Über einen längeren Zeitraum, dann will ich es alleine mal über einen kürzeren Zeitraum. Und das ist halt geil. Das sind geile Videos, das wollen die Leute sehen, eine echte Herausforderung, ja. So, zack, Feuerpfeil, junger Wolf. Junger Wolf. Hey! Glaub mir, die Gebirgsbäche, in denen ich da, die so glasklar waren, den habe ich auch gebadet. Es war so belebend und erquickend wie kaum was auf der Welt. Aber natürlich arschkalt. Also es war richtig, wirklich glasklar, aber eiskaltes Wasser. Aber ich find's geil, weil es halt so unglaublich erfrischend war. Kaltes Wasser ist auch gut für die für Haut und Haar. Drum dusche ich schon seit über einem Jahr jeden Morgen kalt, was ich jedem, der sein Leben verbessern möchte, nur empfehlen kann. Gibt so viele Vorteile. Ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen. Soll ich damit anfangen, dass es gut für Haut und Haar ist? Soll ich damit anfangen, dass es das Immunsystem steigert? Soll ich damit anfangen, dass es die Willenskraft stärkt oder dass es euren Testosteronpegel anhebt? Es gibt so viele Vorteile. Abgesehen davon werdet ihr auch wach, weil das denn, falls ihr in einem Schlafzirkel selbst aufwacht, morgens, falls der Wecker so gestellt ist, oder falls ihr gerade inmitten eines Schlafzirkels aufwacht, kannst bis 5 rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, hey, rechts, links, rechts, links. Ja. So simpel. Falls ihr mitten im Schlafzirkel aufwacht, kann es sein, dass ihr euch noch 5 Stunden lang in diesem müden Dämmerzustand befindet. Daran liegt auch, dass man manchmal 6 Stunden schläft und ausgeschlafener ist, als wenn man 8 Stunden schläft. Ja. Weil man nach den 8 Stunden immer 1,5 Stunden in der Schlafzirkel ist. Das heißt, du müsstest dann schon 7,5 oder 9 schlafen direkt, dass du direkt am Ende von einem Zirkel aufwachst und dieser Dämmerzustand, in dem du dich dann befindest, zack, wird nur erbrochen durch eine kalte Dusche. Das ist ein weiterer Vorteil, ne? Du bist hellwach und du atmest auch richtig tief ein. Dadurch wird dein Körper noch krasser mit Sauerstoff versorgt, dein Gehirn funktioniert besser. Noch ein weiterer Vorteil. Also es gibt so viele Vorteile, die für kalt duschen sprechen. Gut, es gibt, als Mann gibt es einen kleinen Nachteil. Aber der ist nur temporär. Jeder Mann weiß natürlich, wovon ich spreche. So, der Gang durch die verlassene Mine war mühsamer und länger, als man so denkt. Denn wie ihr seht, ist inzwischen schon dunkel hier im Minental. Und das zwingt mich natürlich dazu, eine Fackel rauszukramen. Na, 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 na. Ich hätte eigentlich... Egal. Jetzt ist es so. So. Freunde der Volksmusik. Da hinten sind schon weitere Orks. Das heißt, nicht weiter in diese Richtung. Und die Stelle hier kennen wir ja auch noch von Gothic 1. Erstmal will ich mich hier umschauen, wo sich weiteres Feldräubergesocks rumtreibt. Hey Jungs, mit mir habt ihr wohl nicht gerechnet, was? Brenne. Scheiße, ich hab kein Mana mehr. Au, packe. Okay, er hängt fest, sehr gut. Darauf habe ich spekuliert. Es ist in Gothic Teil der Spielstrategie, Glitches und Bugs mit einzuprogrammieren in seinen Plan. Mit einzuplanen, hätte ich auch direkt sagen können, ne? Aber es ist klar, was ich meine. Boah, geil. Hier haben wir schon mal schön Aussicht übers Minental. Bewaldet ist es, aber nicht so quietschebunt wie damals in der Levedischen, als ich die Let's Played habe, sondern düster. Aber davon werden wir dann bei Tage natürlich mehr bestaunen können. Vielen Dank für all die Zangen. Wow, hier wächst das vertrocknete Gras recht dicht. Und was sehe ich hier schon aus weiter Ferne rumglitzern, diese Rune? Will ich mir gleich reinziehen, aber zunächst zieht euch mal die armen Teufel rein, die vom Geröll hier erschlagen wurden. Menschenleben ist hier gar nichts wert in diesen rauen Gefilden.
Nö. Hier wird über Leichen gegangen. Gnadenlos. Der Tod ist allgegenwärtig in diesem verfluchten Tal. Gut, dass ich Leben und Hoffnung bringe, denn ich bin ein Streiter. Ich bin das Licht. Ich bin das Leben. Eigentlich müssten doch die Drachen auch Geschöpfe innerst sein, wenn sie schon Feuer spucken. Das wäre halt auch geil, wenn es gute Drachen gäbe, so, die auf der Seite von innerst wären. Das ist ein guter Drache, der so alles hinwegfackelt, was es gibt. Das wäre der ultimative Shit auf Erden. Na gut, da unten liegt sie friedlich im Mondenschein, die Burg. Hoffen wir mal, dass das auch so bleibt. Oh, Scheiße! Ja, scheiße, Alter. Kaum rede ich noch von den Drachen, kommen die Bastarde direkt angeflogen und fackeln die Burgen nieder. Das war natürlich eine richtige Bastardaktion. Damit hätte ich ja niemals gerechnet. Wer so eine Scheiße macht, der muss natürlich von mir getötet werden. Das heißt, jetzt habe ich auch wirklich einen Grund, die verdammten Drachen abzuschlachten. Und vor allem habe ich jetzt mal einen verdammten Beweis, dass die wirklich existieren. Wenn das nicht Beweis genug ist, Problem ist, soll ich Lord Hagen einen verkohlten Paladin heimbringen. Problem ist nur, dass ich natürlich hier kein Foto machen kann und so. Das mit dem Paladin-Helm war auch nur ein Joke, das heißt, ja, ich muss irgendeinen anderen Beweis finden. Gut, also ist erstmal ab in die Burg und schauen, wer es überlebt hat. Und was fliegt hier so rum? Blutfliegen. Und zack, machen wir fix dran, Snapper. Den lasse ich mal in Frieden. Oh, der knabbert an der Paladin-Leiche rum. Wir wahrscheinlich kaum erkennen können, weil es natürlich arschdunkel ist. Aber ich bin das Licht. Ich bin Innos Diener. Ich bin die Hand Innos, versteht ihr? Ich handle in seinem Namen. Innos benutzt mich, um zu handeln. Ich bin wirklich, ich bin seine Hand. Hey. Das ist manchmal auch ein bisschen unangenehm in Situationen, in denen Innos seine Geilheit nicht den Zaum halten kann. Aber gut, so ist das halt als Hand. So, zack, ab über den Felsen. Fackel aufgeklaubt. Und weiter. Immer Richtung Burg. So, eigentlich könnt ihr jetzt auch sagen, scheiße, Mann, die Drachen sind gekommen. Ich muss mich verpissen. Nicht, dass sie mich auch noch niederfackeln. Aber ich, weil ich ein Diener Innos bin, ich vertraue blind. Ich bin erfüllt von purem Vertrauen, dass göttliche Macht mich vor jeglichem Unheil bewahren wird und mir nur Heil zuteil wird. Heil zuteil, geiler Reim übrigens, ne? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Ja, Alter, es ist eine Qual, mit diesem Zauberstab zu kämpfen. Ja, ganz ruhig. Aber keine Qual, es ist mit anzusehen, wie geil verdorrt das Minental hier anmutet. Nicht nur sind da diese blattlosen Bäume, sondern auch dieses vertrocknete Gras überall. Ich liebe es. Nur so strotzend vor Schönheit säumt es den von mir betretenen Weg. Und die Sterne funkeln besonders prächtig am Firmament. Oh, guck mal. Ja, okay. Das war gerade mega gespielt. Den Typ hat man auch gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich so sagen, wow, guck mal, und wer ist da? Aber jetzt sehen wir den Typen ja, dass der da rumsteht. Dort drüben sind auf jeden Fall eine Menge Ork-Zelte und eine Menge Ork-Feuer. Das heißt, sich in Acht nehmen ist angesagt. Na, Glatzenperr.
Hältst du die Stellung oder wie darf ich das verstehen, dass ein Typ in Banditenrüstung hier einfach so rumsteht? Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Und? Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Die meisten haben es nicht geschafft. Oh nein. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Ja, okay. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Ja, und wie komme ich da rein? Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orgramme, darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Verstehe. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Oh, Junge, ich sag dir eins. Wenn ich überleben will und die ganze Welt mit mir, dann habe ich nur eine Wahl, nämlich weiterzugehen. Ich weiß. Hä, was sagt er jetzt? Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst. Ja, aber den Typ finde ich eigentlich ganz cool. Jörgan. Alles klar, Jörgan. Wünsche dir einen schönen Tag. Zieh mir meine letzte Keule rein. Guck mal, ich habe immer noch Schafswurst, aber mit der kann ich ja sonst eh nichts mehr anfangen. Drum pfeife ich sie mir rein. So ein bisschen Butterfleisch habe ich auch noch auf Vorrat. Lecker, lecker. So, hier sind Snapper und andere Kreaturen unterwegs. Die will ich aber zunächst mal meiden. Was sagt denn die Uhr? 1.55 Uhr. Ich könnte mich auch durch den Wald schlagen. Ja, ganz ehrlich, als erstes ziehe ich jetzt mal wieder diesen beknackten Zauberstab aus. Soll ich hier locker umklatschen? So, jetzt kommen wir halt mal zu den Viecherspruchrollen, die ich gekauft habe. Jetzt kann ich mich mal in irgendwas Lustiges verwandeln. In Wolf oder noch lustiger wäre doch eine Ratte. Und dann als Ratte zwischen den Orks durchflitzen. Das finde ich lustig. Ne, ich krieg mich kaum ein vor Lachen. Aber später. Warte mal, soll ich jetzt ein paar Lurker? Nee, ich mach's doch anders. Warte, soll ich mich durch den Wald da schleichen oder? Nee, die anderen Gebiete werden wir später erkunden. Ich werde mich durch diesen Wald dort schleichen. Und in eine Ratte werde ich mir auch verwandeln, aber noch nicht jetzt, sondern mal am Tage, sodass man das auch ordentlich sieht. Und dann werde ich als Ratte mal schön in den Reihen der Orks spionieren. Bam. Ja. Kein Problem. Ja, ja. Diese Schlaganimation von den Lorkern ist so gelungen, weil es jetzt mal aussieht, als würden die einem so richtig eine batchen. Zack und zack, zack. Exzellent. Vielen Dank. Diese Kralle rein. Und zum Thema rein, direkt die nächste. Fackel raus. Wo ist er denn? Hey, hab dich nicht so. Da. Aber. Ach, ich habe 11 Wolfsfälle. Da hatte ich ja nochmal. Da habe ich ja nochmal einen Grund, zwischenzeitlich mal bei Bosbar vorbeizuschneiden. Ja, ich liebe dieses Sumpfkraut, welches ich manuell von Lord Rieses in dieses Modpack habe einfließen lassen. Zum Glück hassen Orks Wasser, hat der Typ mir gesagt. Die haben mich bestimmt schon gespäht. Ach, spät, so frech, wie ich hier mit meiner Fackel rumtanze, aber die trauen sich nicht. Die Ork-Schamanen trauen sich nicht mal einen Feuerball rüber zu schicken, weil sie Schiss haben vor Wasser. Sie haben auch Schiss, dass die Magie des Feuerballs sich mit dem Wasser vermischt und auf sie zurückgeschleudert wird. Ne? Könnt ihr mir ruhig glauben, wenn ich so einen Shit erzähle. Ich weiß, wovon ich ja spreche. Rah! Gut. Ausnahmsweise will ich jetzt mal hier links an dieser Insel vorbei. Weil man da so selten lang geht. Und hier vielleicht auch das ein oder andere laut, dass mir ein bisschen Erfahrung
einheimsen könnte. Wenn nicht, dann ist es einfach cool, hier mal entlang gegangen zu sein. Hier ist auch ein cooler Felsen. Erinnert mich an Norwegen. Nur da waren sie halt noch viel höher. Gerade die Fjorde. Im Fjord Nudeln gekocht. Kein Problem, brauchst kein Salz ins Wasser tun. Einfach das glasklare Wasser aus dem Fjord rausschöpfen und das aufkochen. Thema Wale. Leider war ich nicht Richtung Lofoten und so weiter unterwegs, wo es die Wale gibt, sodass ich keine großen Wale gesehen habe. Es gibt die Lofoten und noch eine andere Inselgruppe. Und in den Fjorden in die Richtung hoch gibt es im Winter Buckelwale und Orcas und im Sommer Pottwale. Es gibt da sogar einen tiefen Meeresgraben, in dem ein ganzer Pottwalschwarm lebt. Ja, das heißt, die Buckelwale kommen dann halt zum Jagen im Winter hin und so, und das ist Teil ihrer Wandschaft, aber die Pottwale leben in diesem Meeresgraben richtig. Das ist deren Zuhause. Und das so in Europa ist halt schon geil. Ne? Aber da war ich leider nicht. Aber zum Thema, das sind die großen Wale. Es gibt ja auch kleine Wale, Schweinswale. Ich habe euch ja von traurigen Geschichte vom kalifornischen Schweinswal vor einigen Folgen erzählt. Es gibt auch hier in Europa Schweinswale, sind klein wie Delfine, sind aber keine Delfine. Sie haben nicht diese lange Nase vorne, sondern abgerundet wie ein Wal. Kleine Wale, ja. Die gibt es auch in den südlicheren Fjorden in Norwegen. Und auch dort, wo wir waren, gibt es die. Aber ich habe, glaube ich, keinen gesehen. Ich glaube, was ich gesehen habe, und ich habe mit Sicherheit die Rückenflosse von einem Meeressäuger gesehen. Ich glaube, es war ein Pilot Whale. Also sie heißen auf Englisch Pilot Whale. Und die gibt es dort auch. Ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißen. Googelt einfach mal Pilot Whale. Ist auch eine kleinere Walart. Und ich glaube, davon habe ich die Rückenflosse gesehen. Wenn es kein Pilot Whale war, dann war es ein Schweinswal. Aber es sah mir von der Form her, nämlich Schweinswale haben eher eine abgeflachte Rückenflosse, die so nach hinten sich wegbiegt und eher dünn ist, wie so ein Dorn, während die Pilot Whales eher wie so ein aufstehendes Dreieck die Rückenflosse haben, und auch von der Farbe sah es so aus. Pilot Whales sind nämlich dunkler, ne? Während Schweinswale eher grau sind. Grau wie eben, so hellgrau, wie man das von vielen Delfinarten, wie zum Beispiel großen Tümmlern kennt. Ja, ganz ruhig. La 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 la. Und sowohl, klar, über die Farbe hinweg kann man sich täuschen, wenn das Viech nass ist, wenn die Sonne in dem und dem Winkel drauf scheint, aber die Kombination aus Form und Farbe lässt mich doch eher vermuten, dass es so ein Pilot Whale war. Das ging natürlich viel zu flott, das war vom Auto aus, als wir da vorbeigefahren sind. Habe ich leider nicht filmen können, aber ich bin trotzdem stolz darauf, das Viech für ein paar Sekunden gesehen zu haben. Und ja, das steht halt auch als nächstes an, also vielleicht nicht direkt als nächstes. Als nächstes steht erstmal nochmal an, nach Schweden oder Finnland generell zu gehen oder Norwegen alleine und dann nochmal coole Videos zu machen. Aber als einen der nächsten Trips steht an, dann in Walgebiete wirklich zu gehen. Und auch Wale zu filmen, ja, und Whale-Watching und alles zu betreiben. Das steht an. Das werde ich in absehbarer Zeit machen. Outdoor-Kanal abonnieren lohnt sich. Also absehbare Zeit heißt irgendwann in den nächsten Monaten bis Jahren. Aber es wird passieren. Ne? So, was geht da drüben ab? Da steht ein Lurker in stoischer Ruhe und gafft hinaus auf die ewige Weite des Wassers, die aufgrund des Umstandes, dass dieser Kanal vielleicht 5 Meter breit ist, gar nicht so ewig ausfällt. So, was haben wir hier? Nehmen wir mal den da. Halt, wozu habe ich denn das hier? Leichte Wunden heilen, das klingt doch wie gerufen. In dieser Situation. Ja. Habe ich das zweimal? Okay, ausnahmsweise. Nee, wozu rohe Keulen futtern, wenn ich auch Butler vielleicht zur Verfügung habe? Wozu? Richtig, eine berechtigte Frage. So, und dann noch ein Blaufliegen da rein, das Mana auch von uns wieder hergestellt. Lurker. So, was natürlich für jemanden, der auch in puncto Zoologie in die... Ach Gott, ey. Bist du ein nerviges Arschloch? Lass dich heute einfach mal treffen, ey. Ob du im Wasser schwimmst, ist mir doch scheißegal. Ja, okay. Ah, nee. Sehr gut. Ja, ich weiß, man erkennt ja gerade kaum, aber es ist einfach so. Du kommst nachts ins Minental, da kann ich nichts machen. Es ist so. So, Fackel raus. Und dann wollen wir doch mal sehen. Es gibt nämlich dort eine Scavenger-Horde, die jeder Gothic-Spieler natürlich kennt.
Aber nachts knacken die natürlich auch. Ich wollte sagen, wer auch aus zoologischer Sicht interessiert ist an der Gothic-Welt, der weiß, dass dort hinten diese Scavenger-Horde des Nachts knackt. Ja? Das heißt, ich werde es einfach mal ganz asozial im Schlaf überrumpeln. Mit Feuer. Zack. Ja, geil, wie sie alle synchron aufwachen und durchs Wasser. Jetzt kommen sie angeschwommen. Ja, ja, ist in Ordnung. Lasst ihr Penner euch wenigstens im Wasser treffen? Scheinbar nicht. Gut. Möge der Tanz beginnen. Da heben sie sich aus dem kühlen Nass heraus. Ja, ja. La 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 la. Und klatsch. Und hey. Bisschen Rücksicht nehmen, bitte. Ja? Na gut, das war ein einziges Gekrächze hier, ja, aber kurz und für mich zumindest relativ schmerzlos. Haben wir die Angelegenheit über die Bühne gebracht. So, bloß kann die scheiß Fackel jetzt nicht anvisieren. Gut, es dämmert ja schon langsam. Das heißt, ich verzichte jetzt mal auf die Fackel, auf dass wir im Halbdunkel diesen Wald erkunden mögen. Da muss ich mich natürlich auch vermehrt vor Orks in Acht nehmen, aber es kriege ich, Blutfliegen sind auch die größten Assi, weil sie immer so scheiße zur Seite wegfliegen, dass man sie dann verfehlt. Aber nach ein paar Versuchen kriegen wir die Angelegenheit dann doch geregelt. Knusper, Knusper, Alter. Yes, gut. Da würde ich mal sagen, den Viechern haben wir ordentlich Saurus gegeben. Ach nee, ich muss hier einfach noch eine Fackel rausziehen, was einfach so schön hier aussieht mit der Hybridization Mod. Dass ich einfach nicht umhin komme, das alles auch im Fackellicht bestaunen zu wollen. Ich will schon gar nichts mehr dazu sagen, weil es mittlerweile so ausgelutscht, aber wir denken wahrscheinlich alle gerade dasselbe. Da, okay, gut. Dim, 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 dim. Butterfleisch, das nehme ich immer dankend an mich, ebenso Dunkelpilze. Wurzelwerk, das hier ausnahmsweise mal aus dem Boden ragt, anstatt in ihn hinein. Genau so eine, Alter, genau so eine Farbe hatte ein Fluss in Norwegen. Der war so unnatürlich türkisblau leuchtend, dass es aussah, als hätte jemand Farbe reingekippt. Das sind die Mineralien da drin, ne? Spruchrolle. Wer wäre ich dazu, nein zu sagen? Fahren. Klatsch, klatsch. Klatsch. Ey, wenn ich sage klatsch, meine ich das eigentlich auch. Na gut. Das ist so in etwa die Art und Weise, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Firma dankt recht herzlich von ganzem Herzen. Ja. Wenn du herzlich dankst, dann ist es ja auch normal, dass das von Herzen geschieht. Ja. Deswegen hätte ich mir den Zusatz theoretisch sparen können, aber nur weil man sich was sparen kann. Solange nicht Grund ist, sich zwangsläufig zu sparen. So, jetzt muss ich Acht geben. Was lungert hier rum? Wolf? Wolf ist ja noch in Ordnung. Aber was lungert hier an Viechern noch rum? Blutfliegen? Ja. Okay. Ganz vorsichtig muss ich jetzt sein. Nicht, dass ich aus Versehen einen Ork abballer. Zack. Das war's mit dir, du Mistvieh. Der Lurker da, auf den habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so Bock, aber Erfahrung ist halt Erfahrung. So, und ich muss auch Acht geben, wenn ich einen Wolf abballer, dass ich da nicht irgendeinen scheiß Warg anlock. Genauso haben die Wölfe geheult, die wir in Finnland gehört haben. Nee, nicht direkt. So, zack. Das war eher so eine Mischung aus Heulen und Kläffen. So, bam, bam, bam. Schwert raus und bam. Ja, sehr gut. Ja, mit deinen Klauen. Manometer. Langsam wird es echt schon richtig hell. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Das schockiert mich ja richtig. Das überrascht mich ja richtig. Ja, ich wurde richtig überrannt da. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte.
Ach komm jetzt, ja oder nein? Das heißt dann wohl ja. Oder auch doch nicht. Der Typ, das ist wohl der offiziell unentschiedenste Wolf des gesamten Gothic-Universums. Und wie unser Weg durch diesen wunderschönen, von verdorrter Vegetation gesäumten Wald fortgesetzt wird, in der Hoffnung, dass ich dann die Burg betreten und noch Überlebende vorfinden werde. Das seht ihr bereits beim nächsten Mal. Bis dann wünsche ich euch natürlich noch das geilste Leben, das ich überhaupt zuteil werden kann. Und ganz wichtig, ganz viel Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste, denn jeder Wunsch wird klein, neben dem gesund zu sein. Ciao.